Moin und willkommen zu einem Projektupdate bzw. zu mehreren Updates. Gab ja des Längeren schon kein Montags-Update mehr. Heute ist es wieder eins rausgekommen. Und da werdet ihr auch gesehen haben, dass wir demnächst eine Glasfaserleitung haben. Vorausgesetzt, es funktioniert natürlich alles bis dahin, dass das Ganze auch alles klappt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, bis dahin auf YouTube und Twitch gleichzeitig zu streamen. Das ist ja das, was jetzt ja viele Leute mittlerweile machen. Das werden wir dann in Zukunft auch machen. Hat den Vorteil für euch, ihr braucht nicht mehr auf die Videos warten, könnt immer live dabei sein. Also wir werden natürlich auch versuchen, täglich zu streamen. Es wird auch einige Projekte wie zum Beispiel FIFA, also diesen Karrieremodus, der wird dann exklusiv nur für YouTube kommen, weil ich glaube, auf Twitch ist das nicht ganz so interessant, wo wir dann den Karrieremodus bzw. die Challenge spielen. Und dann können wir uns das Ganze dann gemeinsam in Ruhe anschauen. Kommen wir mal zu den Projekten. Season of Discovery ist das, was ich jetzt hier gerade spiele. Da gibt es natürlich diese wunderschönen Runen, die man finden kann. Und in dem Fall spiele ich jetzt hier einen Hexer bzw. eine Hexerin. Und da wird es auch nochmal ein Video zu geben, mit welchen Addons ich hier gerade spiele. Deswegen, das wird dann auch nochmal kommen. Ich nehme hier ein bisschen Gameplay gerade im Hintergrund auf, damit ich euch mal so ein bisschen über die Sachen informieren kann. Wir haben das Projekt mit Togusa Live angefangen. Das werden wir dann jeden Samstag spielen, also von 19 Uhr bis 22 Uhr circa. Wenn wir natürlich die Zeit haben und alles funktioniert, werden wir das natürlich dann in Angriff nehmen. So, dann haben wir noch WoW Hardcore. Das ist so ein bisschen verschoben worden, weil wir jetzt gesagt haben, hey, pass auf, wenn wir jetzt beides spielen, könnten wir ein bisschen durcheinander kommen. Und da wir ja eine Wette mehr oder weniger am Laufen haben in Hardcore, haben wir dann gesagt, ja komm, wir werden jetzt erstmal Season of Discovery spielen. Lass uns das erstmal anschauen. Hardcore verschieben wir ein wenig, werden wir aber auf jeden Fall weitermachen. Die Videos mit dem Addon sind auch übrigens für den Hardcore, für die Hardcore-Variation, weil es ist eigentlich dasselbe, es ist halt Classic. Level ohne Erbstücke wird es demnächst auch geben. Wir haben jetzt noch eine Quest im Retail mit Tür. Habe ich jetzt gesehen, habe ich noch eine, die ich nur mit dem Blutdekar zur Verfügung habe, weil ich auch nur mit denen gequestet habe. Da werde ich dann die Quest demnächst auch noch aufnehmen. Die werde ich euch dann auch zur Verfügung stellen. Und dann haben wir das Ganze auch abgeschlossen. Und dann werden wir auch dann mal wieder Level ohne Erbstücke weitermachen. Wäre auch zum Beispiel ein Projekt, was wir dann demnächst live auf YouTube streamen könnten. LFR-Teil ist soweit fertig, das heißt, der dritte Flügel ist auch verfügbar seit Mittwoch. Der nächste kommt erst Mitte Dezember, soweit ich das weiß. Das heißt, der braucht noch eine ganze Weile, finde ich so ein bisschen doof. Ich hätte eigentlich gehofft, dass der direkt nächste Woche verfügbar ist. Und wenn der da ist, werden wir das Ganze natürlich auch aufnehmen. Da geht es nämlich gegen Fyrak und noch einen Boss, das heißt, es sind dann wieder zwei Bosse. Ich bin mal sehr gespannt, wie der sich so spielen lässt. Und ich hoffe, dass der nicht so nervig ist wie Razagess oder auch der andere Typ, den wir da im letzten Raid hatten, weil den fand ich auch relativ unangenehm als Boss. Dann haben wir eine WoW Addon-Liste, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, es wird eine neue Liste geben von Addons und Interface, was ich hier nutze. Nicht nur für Classic, man sieht ja hier, guck mal, ich kann hier die ganzen Sachen schon sehen, sondern auch für Retail. Da werde ich dann demnächst einmal ein Update machen, mit welchen Sachen ich jetzt aktuell spiele. Wie sieht das aus mit den Addons, die ich nutze, welche habe ich da drin, wie ist das eingestellt und so weiter und so fort. Vielleicht interessiert das ja irgendjemanden, deswegen mache ich dieses Video dann einfach mal mit. Kommen wir mal zu EA FC 24, also FIFA 24, für mich ist es einfach FIFA 24, bin ich ganz ehrlich. Da haben wir den Karrieremodus, da sind einige Folgen, die ich jetzt nicht kommentiert habe. Das liegt einfach daran, dass ich letzten Tage wieder mit der Erkältung zu kämpfen hatte, irgendwie hat sie mich dann doch eingeholt. Und deswegen habe ich da einige Folgen nicht kommentiert. Ich hätte sehr gerne die Folgen kommentiert gegen Arsenal und gegen den VfL Wolfsburg. Die hätte ich sehr gerne kommentiert, weil da doch sehr schöne und interessante Sachen bei waren, wo ich sage, boah, Alter, das war auch so ein Spiel, das hat echt Spaß gemacht. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, dieses Spiel. Aber ich konnte ich leider nicht kommentieren. Und ja, gibt leider da ein paar Folgen. Aber gut, können wir jetzt in dem Fall nicht ändern. Ist dann halt leider so. FIFA-Formation und Taktik wird es dann auch nochmal geben mit der Spielweise, die wir da haben. Da werden wir dann auch nochmal genauer drauf eingehen, mit welcher Taktik ich spiele. Und dann werde ich euch das Ganze zur Verfügung stellen. Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen, der selber jetzt FIFA spielen möchte. Und sagt, ja, ich habe jetzt nicht so richtige Formation, welche kann man da spielen? Wobei ich auch sagen muss, bedenkt, das ist nur ein Karrieremodus. Ja, das ist jetzt nur auf Profi und da gibt es viele Sachen, die man beachten muss, wie zum Beispiel die Motivation, ne? Die Energie, die Bissigkeit und so weiter und so fort. Es sind viele Sachen dabei, die man da so ein bisschen beachten muss. Klar kann man gegen eine Mannschaft 10-0 gewinnen. Und klar kann man auch gegen Arsenal mit einer Sterne-Mannschaft gewinnen, die einen Stern hat. Und die haben 4 oder 5. Aber bedenkt, das ist immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie gut wir natürlich dann auch spielen. Und wie gut wir die Chancen natürlich auch dementsprechend nutzen. Es ist am Ende immer noch ein Spiel. Und zwischen Weltklasse und Profi ist minimaler Unterschied.
Und sobald wir es schaffen sollten, eine Mannschaft mit 5 oder 6 Toren Unterschied zu besiegen, weil es ist immer noch eine Challenge, werden wir natürlich herstellen. Also wenn euch das nicht gefällt, dann guckt einfach die FIFA-Folgen nicht. Ganz einfach. Muss ich dann leider dementsprechend auch mal so sagen. American Truck Simulator hat ein neues Update rausgehauen, beziehungsweise ein neues DLC, beziehungsweise sogar 2 DLCs. Das eine ist ein DLC, Erdmann Feuerbrandwiderstand, sehe ich gerade. Ist einmal eine Kartenerweiterung, das nennt sich Canas, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und das andere ist ein Farm, diese großen Maschinen, also ein Schwertransport, wenn ich es richtig gesehen habe, als DLC. Das werde ich mir am 7. Dezember jetzt holen, weil dann kriege ich meinen Lohn, da kann ich das dann holen. Und wir werden es am 9., also am Samstag, der Livestream, werden uns das Ganze ganz genau anschauen. Und wann wir das Ganze dann hochladen, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, dann, wenn die neue Leitung da ist, eventuell schneide ich das dann noch kürzer, dass wir dann ein bisschen was haben bis dahin. Ich versuche, die Projekte bis dahin so ein bisschen zu strecken, dass ihr jeden Tag ein Video habt. Ich habe 2 ETS-2-Folgen aufgenommen, weil ich einfach mal da Lust dazu hatte. Wir haben uns jetzt mal ein Video angeschaut von jemandem, der wirklich ein DAF fährt im Real Life und wie das Ganze echt aussieht. Und da hatte ich einfach wieder Bock, ETS-2 zu spielen. Die erste Folge ist kommentiert. Die zweite Folge, die danach kommt, ist eine No-Commentary-Folge. Einfach aus dem Grunde, ja, die Allergie hat wieder zugeschlagen, Erkältung machte wieder, wieder nicht das, was sie sollte. Also hat mich dann doch so ein bisschen erwischt. Deswegen konnte ich da nicht so viel kommentieren. Und, ja, das ist in einigen FIFA-Folgen dementsprechend genauso. Ansonsten, Projekte Assassin's Creed Revelation haben wir insgesamt 4 Folgen aufgenommen. Das heißt, wenn da keine mehr kommen, habe ich da auch keine mehr aufgenommen. Werden wir dann demnächst auch wieder welche aufnehmen, sobald ich die Zeit dafür habe. Jetzt habe ich diese Woche die Spätschichtwoche, das heißt, da wird es dann Stardew Valley geben, wenn wir es zeitlich schaffen, da eine Stunde aufzunehmen, werdet ihr auch da wieder neue Stardew Valley Folgen bekommen. Aber auch das wird in Zukunft so sein, dass wir es dann direkt streamen. Ja, dann ist das auch direkt weg. Dann haben wir das nämlich auch schon erledigt direkt. So, was habe ich denn sonst noch vergessen? The Division. Ja, das habe ich auch durchgespielt. Ja, es ist auf leicht durchgespielt nachher. Und ich sag mal so, dumme Kommentare, die darunter zu finden sind, die werden direkt gelöscht. Und wenn euch der Content nicht gefällt, weil es einfach zu leicht ist und ihr meint, ihr könnt es besser, dann dementsprechend macht es besser, macht von mir aus auch Videos dazu, es ist mir relativ egal, es geht mir einfach nur darum, die Spiele durchzuspielen, mir die Geschichte anzuschauen und herauszufinden, wie das Ganze endet. Das Ende, was ich habe, habe ich gesagt, ja, es ist ein Ende, das kann ich akzeptieren, da bin ich zufrieden mit, aber es gab jetzt reichlich Kommentare, die ich jetzt auch nicht gelöscht habe, weil sie einfach in der Überprüfung drin waren, die schon ziemlich, ja, wie soll man sagen, lächerlich sind, wenn man meint, man kann es besser, macht es einfach besser. Wenn euch der Content nicht gefällt, guckt doch einfach gar nicht rein. Ja, mich interessieren auch die Bewertungen nicht. Wenn ihr die Videos nicht mögt, dann mögt ihr sie nicht. Das ist mir relativ egal, weil ich gucke da nicht rein. Mich interessiert es im Endeffekt nicht, ob ihr die Videos mögt oder nicht. Deswegen, ne, macht, was ihr wollt. Ja, dann habe ich noch eine andere Frage. Mehr Projekte wie Leveln. Das ist quasi, was wir da machen, wie Leveln ohne Erbstück. Hättet ihr Bock darauf, mehr solche Projekte zu sehen? Mal, wir werden es dann wahrscheinlich auch streamen. Wäre natürlich noch die Möglichkeit, mehr solche Projekte zu machen. Ich denke, mit Season of Discovery werden wir auf jeden Fall noch ein paar Projekte haben, die wir da in Angriff nehmen werden. Ansonsten haben wir dann noch Sons of the Forest, was im neuen Jahr kommen wird. Also im Februar soll es released werden, also sollen sie raus aus der Early Access. Bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Da wäre der Powerpuller mit dabei und der Togusa Live. Wenn alles klappt, werden wir dann mit den beiden dann jeden Samstag dann Sons of the Forest spielen. Das wird natürlich dann auch, wenn alles klappt, ein Livestream-Projekt auf YouTube und Twitch. Ansonsten wird es noch viele andere Projekte geben, die wir demnächst streamen werden. Also wir haben da jetzt dann die Möglichkeit, natürlich alles auf YouTube direkt zu streamen, was natürlich jede Menge Zeit spart. Und ich müsste mal gucken, welche Projekte ich dann nebenbei aufnehme oder ob ich dann generell noch aufnehme. Das werden wir dann allerdings dann sehen. Ja, ansonsten hoffe ich jetzt, dass ich alles einmal erwähnt habe, dass ich alles mit drin habe. Wie gesagt, WoW Addons Guide gibt es noch. Es gibt auch jetzt für Classic noch einen Guide, welche Addons wir nutzen. Das werde ich gleich im Anschluss aufnehmen. Und ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund, lasst euch vom Schnee und von der Kälte nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.